Ja. Und wir Politics beispielsweise hat super viele Fragen bei mir hervorgerufen, bei dir, ich glaube bei allen, die in den letzten Wochen mit zugeschaut haben. Und ich freue mich total auf die neue Runde. Ja, ich finde es auch sehr, sehr schön, auch nochmal so ein bisschen auf das Spiel einzugehen. Das ist halt so, ich finde, ein ganz anderer Ansatz ist, als wir es bisher hatten, aber auch ein anderer Ansatz, als ich das bisher von Spielen kenne, dass du so Sachen hast, wie, dass du gar nicht so gedrückt bist, auf jeden Fall nicht in unserem Fall, weil unsere Wirtschaft geht's gut, vom Geld, da sehen wir ja total gut aus, dass diese Aktionspunkte, mit denen wir dann Politiken umsetzen können, halt etwas eine Ressource sind, die verknappt ist. Und auch diese Sachen, so Metalle, Brennstoffe und seltene Erden, weiß ich nicht, wie viel sehr das noch eine Rolle spielt. Wir gucken auf jeden Fall auf unsere Wirtschaft und die Arbeitslosigkeit, aber dass die so das Geld ausnahmsweise gerade nicht der entscheidende Faktor ist. Aber ich finde, damit spiegelt es ja eigentlich auch gut ein westliches Land wieder. Auch wenn Neuseeland jetzt nicht wirklich im Westen liegt. Aber also ne westliche Kultur geprägt ist es ja. Einfach, weil es zum Commonwealth gehört. Das finde ich so spannend. Ich bin noch nicht hinter das Spielprinzip gestiegen und das ist eigentlich auch immer so ne, oder was, oder nicht das Spielprinzip, sondern ich bin im Moment noch, ich nenne es mal, ich habe einen naiven Blick auf das Spiel und bin immer wieder fasziniert, was dann da drin passiert und welche Ereignisse uns unterkommen. Und es ist noch nicht so, dass ich irgendwie so, ah, okay, wenn ich hier jetzt weniger habe, dann passieren solche Sachen, sodass man anfängt, langsam die Mechanik, wie das Spiel gestaltet ist, in irgendeiner Weise zu verstehen. Das ist ganz schön. Das hat man irgendwie. Also diese Erfahrung kann man nicht noch einmal mit einem Spiel erleben, weil man einmal erst blind reingehen muss, um es kennenzulernen. Das ist halt ganz schön. Ja. Und deswegen. Total. Also das finde ich halt auch so spannend und auch dieser Ansatz, die internationalen Beziehungen so mit einzubeziehen. Während es ja bei Democracy 3 und 4 sich, wie ich das auch schon mal gesagt hatte, eher angefühlt hat, als würde man ein Unternehmen managen und versucht, die Mitarbeiter da nicht allzu sehr zu verärgern. Weil es irgendwie nur um das Geld ging und Einnahmen, Ausgaben und alle möglichst zufriedenzustellen, aber es. Man musste nicht unbedingt mit einer großen Strategie dahinter spielen. Ja. Zumindest in den Varianten, die wir kennen. Ich weiß nicht, wie es dann schlussendlich in dem Spiel ist, was auf den Markt kommt im Frühjahr. Ja, also wir haben ja schon Aber gesehen, als wir es wieder mal gemacht haben, dass das Balancing ganz anders ist. Ich glaube, es wird noch mal interessanter, wenn Geld und Meinungsumfragen gegeneinander abgewogen ist, dann muss man, glaube ich, eine etwas andere Strategie fahren. Wir werden ja auf jeden Fall nochmal zu Democracy 4 zurückkommen. Gehe ich von aus, zwischendrin. Ja. Freue ich mich auch tierisch drauf, auch diese Veränderungen dann mit dir durchzuspielen und mit euch auch durchzusprechen. Und bei Real Politics hingegen ist das eingebettet in so ein internationales System. Es funktioniert irgendwie darüber, dass man Blöcke bildet mit anderen Nationen. Dann gibt es auf einmal eine wirtschaftliche Unterstützung oder was auch immer, oder Schutz, Militärvereinbarungen oder ganz viele andere einzelne Dinge. Das gab es alles bei Democracy nicht, weil der Blick dann nur auf den einzelnen Staat war. Und hier passiert in dem Staat zwar auch was und wir können einzelne Aktionen machen, aber eigentlich geht es um diese Dynamik im internationalen Bereich zu einem großen Teil. Und das finde ich super spannend. Ja. So, im Sinne von Macht, Interessen und Konflikt. Und da bin ich sehr gespannt, wie das Spiel das auffangen wird. Oder uns mitnehmen wird wahrscheinlich eher. Ja. Ja, also, und ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht, weil wir haben ja jetzt hier gerade laufen, nee, Handelsabkommen mit Kanada und Fidschi, genau. Diplomatische Aktion wird durchgeführt. Ask for governmental assistance in Australien und in Südkorea. Das sollte uns jeweils, wenn es Erfolg hat, ich klick's mal an, genau, zeigt er leider nicht an, das sollte uns jeweils 2500 Aktionspunkte geben
von diesen Leuten, die jetzt bei uns im Block sind. Also in unserem Block sind im Moment, ja, wir sind Neuseeland, Australien und hier oben, da oben, Südkorea. Ist, wir sind quasi ein Block und wir wollen mal gucken, dass wir das weiter ausbauen. Und mein Gedanke, den ich hatte, war, dass wir auf jeden Fall bei den Projekten, ich hoffe ja, dass beide durchgehen, aber ich hätte jetzt gesagt, auf jeden Fall sollten wir die Aktionspunkte, die wir damit bekommen, weil diese Mechanik hat jetzt gezeigt, wie mächtig diese Blocksachen sind. Dass wir, auch wenn wir für ganz viele andere Sachen Aktionspunkte brauchen, nein, ich möchte das nicht abbrechen. Wo kann ich denn mal zu den Projekten gehen? Projekte, genau. Hier, Blockintegration, möchte ich gerne das erste machen. Grundlegende soziale Integration. Sorgt dafür, dass wir Aktion freigeschaltet, geheimdienstliche Kooperation, das ist, glaube ich, nicht so spannend, aber Block soziale Integration plus 15. Und Punkteeinnahmen gehen höher. Aber gerade weil wir hier in diesem Fenster, wo haben wir es? Blockzusammenstellung. Wenn wir uns da das angucken, wir sind jetzt mit den beiden in einem Block drin. Wir haben bei Integration überall 0. Und wenigstens bei sozialer Integration was draufzukriegen, wird wahrscheinlich. Also, ich glaube, wir sollten mit diesen Block-Sachen eher früher als später anfangen. Und die sind halt teuer, was AP-Punkte angeht. Wäre jetzt so mein Ansatz. Mhm. Also wir brauchen hier 2100. Das ist dann fast schon die Hälfte. Aber das würde ich halt tatsächlich hier reinstecken. Und dann vielleicht auch noch grundlegende wirtschaftliche Integration. Gut, dann haben wir schon 4200 AP verortet. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Aber wir schauen mal. Ich denke, wir werden das ja noch ein paar Mal machen können. Hoffe ich. Ja, es ist auch eine, so ein, schlussendlich eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich finde den Ansatz von dir aus zwei Gründen gut. Das eine ist dieser Bereich der geheimdienstlichen Kooperation. Ja, die sind im ersten Augenblick nicht so wahnsinnig wichtig. Aber wenn ich dieses Spiel richtig verstanden habe bisher, wird es irgendwann darauf hinauslaufen, dass die Blöcke sich untereinander ausspionieren, dass es irgendwelche Konflikte zwischen den Blöcken gibt und so. Ja. Wir würden von der geheimdienstlichen Kooperation profitieren, weil ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass die unterschiedlichen Staaten selber nochmal Geheimdienstnetzwerke auf der Welt verstreut haben und gleichzeitig vielleicht unser Staat ein bisschen besser geschützt würde dadurch vor Spionage. Und der zweite Teil, das betrifft die Integration. Wirtschaftliche Integration, soziale Integration und all das, was darauf noch folgt, führt natürlich dazu, dass diese Staaten enger beisammen sind. Und umso länger wird dieser Block halten, umso schwerer ist es, diesen Block auseinanderzuholen. Das ist im Endeffekt gerade dieses Brexit-Prinzip. Ja. Es ist ganz viel miteinander verwoben und dann versuchst du, das auseinanderzureißen und stellst fest, ah Mist, das funktioniert ja so gar nicht. Und damit wir die Chancen erhöhen, dass unser Block bestehen bleibt und oder attraktiver für andere wird, ist es, glaube ich, gut, wenn wir diesen Bereich der Integration, auch der wirtschaftlichen, vorantreiben. Und ich glaube, das wird uns wirtschaftlich schlussendlich auch helfen, weil dann wahrscheinlich Zölle wegfallen und Preise sinken, vermute ich. Und da wir alles importieren müssen oder viel importieren müssen. Ja, ich denke auch. Also, ich freue mich, dass du da, dass du dem, was jetzt erstmal so rein mechanistisch war von mir, dass du dem zustimmst und dem direkt auch eine politische Dimension verleihst. Das stimmt. Und genau. Und Horsty sagt es auch im Chat, für die Five Eyes eine wichtige Voraussetzung. Das kann man so sagen, ne? Ich wollte mal gerade, wir haben in Kanada Sachen laufen. Und kann ich denn irgendwo sehen, ob die auch in... Kanada ist mit Island zusammen in einem Block, das heißt, die können wir jetzt nicht mehr fragen. Und wie sieht das mit England aus? Bei denen haben wir es auch schon mal probiert. England ist in keinem Block. Ist Großbritannien? Ja, Großbritannien. Ist in keinem Block? Verrückt. Ja. Verrückt. Wir könnten es probieren, nur haben sie vorhin schon unsere erste vorsichtige Freundschaftsanfrage abgelehnt, obwohl wir doch zum Commonwealth gehören. Und die Queen unser aller Staatsoberhaupt ist. Ja.
Also. Wobei auch spannender Fun Fact: Offiziell ist ja natürlich die Queen Staatsoberhaupt in Neuseeland, aber sie ist an der Stelle nicht die Queen quasi des gesamten Königreiches, sondern im Spezialfall von Neuseeland. Also sie ist die Königin von Neuseeland. Ah. Hab ich heute irgendwo gelesen. Okay. Sehr spannend. Ja, meine Frage jetzt, bevor ich jetzt das freischalte, wie wäre denn unsere Außenpolitik, die wir fortsetzen, weil Beziehungen verbessern ist nicht so kompliziert für uns, kostet nicht viele AP. Wen sollten wir vielleicht hier in dieser Ecke bleiben? Ich meine, mit Japan haben wir es auch mal probiert. Japan ist auch noch nicht in einem Block, wir haben aber nur 86 Beziehungen zu Japan und wir müssten die auf 120 hochbringen. Das könnte schwieriger werden. Wäre natürlich cool, aber ich glaube, die können wir uns erst später holen. Papua Neuguinea dasselbe. Indonesien sind wir schon zweimal gescheitert, ne? Ja. Da würde mich zum Beispiel auch interessieren, was da die Einflussfaktoren sind, die in dem Spiel hinterlegt sind. Wie gut oder wie schlecht es ist, ob das irgendwie an dieser Bereich mit diesen akzeptierten Kulturen ist. Ja, wir können uns da mal Kulturen angucken tatsächlich. Wenn wir mal auf Kulturen gucken. In Indonesien haben wir akzeptierte Zivilisationen islamisch. Ich würde akzeptierte Kulturen austronesisch. In Australien westlich, da westlich, was ist es in Südkorea? In Südkorea ist akzeptierte Zivilisation sinisch, habe ich noch nie gehört, muss ich sagen. Ich überlege gerade irgendwie, wie heißt denn die Sprachwissenschaft, wenn es um Japan geht? Also Quatsch, um China, Sinologie, oder? Gibt es das nicht? Heißt das Sinologie? Sinologie. Okay. Ja, China-Wissenschaften. Okay. Ist ein Fachgebiet der Sprach- und Kulturwissenschaften. Indien hat einen Block mit Griechenland, was ich auch sehr witzig finde, irgendwie. Auf jeden Fall. Sehr irritierend. Ja. Wie sieht denn das aus? Kanada war schon im Block. USA wollten uns nicht. Wir haben das letzte Mal noch versucht bei Mexiko, glaube ich, anzuklopfen. USA ist auch noch in keinem Block, genau. Mexiko hat 89. Da ist es halt schwieriger, wenn wir hier nach Zentral gehen. Da sind unsere Beziehungen nicht so gut. So Panama. Panama wäre... Ja, so Panama wäre geil. Weißt du, so ein bisschen Panama-Kanal und so. Mit denen in einem Block zu sein, ist bestimmt gut. Panama 96. Haben Verteidigungspakt mit Kolumbien. Kann man gerade gucken. Oh. Wir können noch Blockaktionen damit machen. Also. Ja, wollen wir einfach mal bei Panama diplomatischer Mission. Ich bin ja auch. Wir können ja mit diplomatischer Mission, das haben wir ja freigeschaltet. Wenn wir jetzt nach Japan gehen würden, diplomatische Mission 75% erhöht das um 40 und damit sind wir über 120. Wow. Das heißt, wir könnten Japan versuchen mit reinzubringen. Japan hat auch noch keinen Blockpartner. Ich finde, das würde richtig gut passen mit Südkorea. Das wäre sehr total erstrebenswert. Das gefällt mir. Und wir haben schon Handelspunkte. Wir haben schon Handelspunkte. Mhm. Ich würde aber da nochmal investieren, weil wir haben im Moment 20 Investitionspunkte. Würde 10 Investitionspunkte ausgeben, um das auf 80. Und die Wohlwollenspunkte, wir haben 3. Könnten wir auch einen, um es auf 90 zu bringen. Ja, das finde ich super. Es ist uns wichtig. Merk mal. Ja. Ist jetzt so, ich mache nochmal kurz abbrechen. Positive Aktion, Wohlwollen können wir noch nicht, brauchen wir aber auch nicht, weil wir haben 3 Wohlwollenspunkte. Investitionen wären halt
nur 65% Chance und da würde ich wahrscheinlich einen Wohlwollenspunkt ausgeben. Weil dann sind wir damit direkt auf 90. Ja, ich finde halt auch gut, dass die Investitionen direkt plus 35 bringen und gleichzeitig das Bruttoinlandsprodukt wachsen lassen und es dauert nicht so lang. Es sind ja halt nur 80 Tage und nicht 365. Ja, nee, also lange wächst das. Also die Dauer, wie lange das Wachstum in Japan durch unsere Investitionen wächst, ist 180 Tage. Es dauert 40 Tage, um es umzusetzen. Hier oben ist es immer, wie lange es diese Aktion dauert und da ist, wie das wirkt. Wie lange? Okay. Und wie lange? Also hier ist ja die Zeit 40, jetzt sehe ich das auch endlich. Ja. Und wie war das bei der diplomatischen Mission? Weißt du das noch? Nee. Diplomatische Mission dauert 20 Tage und die Beziehungen verbessern sich für 365. Und da würde ich dann Investitionspunkte auf 80 erhöhen und dann haben wir Erfolgschance hier 80 und Investitionen 90%. Und ich hoffe, dass es dann durchgeht und dann können wir sie versuchen, in den Block reinzuziehen. Entweder wir ziehen sie gleich in den Block ein oder wir versuchen es mit diesen Investitionen dann nochmal. Weil das war ja für uns auch nicht so schlecht wirtschaftlich. Ja. Richtig, also ich würde diplomatische Mission und die Investitionen machen. Beides. Ah, okay. Tatsächlich. Weil Geld haben wir genug. Mhm. Ja, los, komm. Wir gucken, was dabei rauskommt. Okay, und Investitionen und da würde ich einen Wohlwollenspunkt ausgeben, um das auf 90 zu heben. Dann haben wir noch zwei Wohlwollenspunkte. Und dann würde ich wahrscheinlich, sobald wir können, nochmal Wohlwollen erlangen. Vielleicht probieren, weiß ich aber noch nicht. Und jetzt können wir erstmal die Zeit loslaufen lassen. Das ist unser nächster Plan, dass wir versuchen, Japan in den Block zu ziehen. Finde ich großartig. Das wäre ein total spannender Block im Osten. Diplomatische Aktion Ask for Governmental Assistance wurde erfolgreich in Südkorea umgesetzt und wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Großartig. Dann machen wir nochmal auf Pause. Wir haben 5,1 Aktionspunkte. Und wenn ich jetzt mal drauf gucke, 60 Tage ist Cooldown. Das geht. Also, muss natürlich gucken, dass die dann auch die 2500 Aktionspunkte übrig haben. Die fallen ja nicht vom Himmel. Die müssen die ja auch haben. Unsere Blockpartner. Und was ist hier passiert? Wir können das ja auch immer abwechseln. Wir müssen ja nicht immer alle gleichzeitig fragen, sondern wir können immer mal einen fragen. Genau. Oman hat den Block verlassen, Saudi-Arabien. Interessant. Ja, dann... Auch interessant. Ich habe gerade gedacht, in Mikronesien ist was passiert. Ja, nee, ich... Leute verlassen die Blöcke auch. Noch ein Grund mehr, dass wir wahrscheinlich so ein bisschen darauf achten sollten, dass wir diese Blockaktionen umsetzen. Ja. Diplomatische Aktion, diplomatische Mission wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Großartig. Projekt Arbeitslosengelder wurden umgesetzt. So. Wir haben Arbeitslosengeld eingeführt. Das drückt ein bisschen unser BIP-Wachstum, das ist aber nicht schlimm. Aber unsere Arbeitslosigkeit, wenn ich da mal drauf gucke, muss jedes Mal suchen, wo das war. Arbeitslosenquote ist 6,07, Arbeitslosigkeitswachstum 0,04, aber wir tun was. Also relativ gering. Und die Weltwirtschaft, das ist auch interessant. So ein bisschen hin und her. Sehr wenig. Aber innen drin geht es uns ja gut und wir hatten ja auch einen wilden Plan. Hier bei den Projekten. Also ich würde tatsächlich erstmal soziale Integrationsmaßnahmen, aber das nächste Projekt ist in 75 Tagen auch fertig. Da hatten wir ja so ein bisschen wirtschaftlicher Fokus.
Tourismus. Dass wir... Ja. Tourismusindustrie, und dann können wir auf dem einen quasi ein Tourismuszentrum bauen, was uns gegen die Arbeitslosigkeit hilft, was unsere Wirtschaft ankurbelt und was ja auch super zu Neuseeland passt. Ja, okay. Das finde ich alles gut. Das gefällt mir. Ja. Aber dann würde ich jetzt... Könntest du das noch ein bisschen vergrößern für mich? Na klar. So. Yeah, ist großartig, danke. So, das hier sind die ganzen Blocksachen und damit müssen wir jetzt einfach mal anfangen. Also, kostet 2100 Aktionspunkte, relativ viel Geld, aber Geld, an Geld mangelt es uns gerade nicht. Ja, dann machen wir das doch mal, ne? Nur 47 Tage. Finde ich gut. So. Blockintegration. Erster Schritt, damit unser Block besser wird, läuft. Ich bin sehr gespannt, was das alles zur Auswirkung hat. Und wenn Investitionen hoffentlich in Japan durch sind, könnten wir... Wir können es uns auch schon mal angucken, bevor wir... Bevor die Investitionen durch sind, vielleicht wollen wir das vorher machen. Blockaktionen zum Block hinzufügen. Ah, zum Block hinzufügen dauert noch 18 Tage. Mhm. Oh, und wir haben... wir haben nicht genug Wohlwollenspunkte, um hier zu boosten. Und Investitionspunkte auch nicht, um den Boost zu machen. Das heißt, auf Investitionen warten und sobald wir können... Wohlwollen erlangen in 6 Tagen, würde ich Wohlwollen erlangen machen, damit wir wirklich sicher gehen können, dass unsere Chancen maximal hoch sind. Weil Japan dabei zu haben, wäre, glaube ich, schon richtig, richtig cool. Was hat Japan an Einwohnern? 140 Millionen? Und ich weiß es nicht. Oh, oh, oh. Wichtige Frage. Ich muss auf Pause machen. Wichtige Frage von Horsti. Wichtige Frage von Horsti. Habe ich den Anfang verpasst? Gibt es jetzt schon eine Romy-Aktion? Romy! Wir haben gar nicht darüber gesprochen. André, Horsti. Ja. Das stimmt, haben wir nicht. Ja. Über Weihnachten bin ich so verqualmt hier von den erzgebirgischen Räuchermännchen. Ich habe da gerade nicht... Nee, gab's noch nicht. Was macht man jetzt damit, mit der Information? Ja, weiß nicht, wir gucken gleich mal in der Pause, ob wir was einrichten oder nicht. Mhm. Alles klar. Wir werden Horsti, danke schön. Ich hab das ganz wieder vergessen gehabt. Gut, dass du dran denkst. Ich ehrlich gesagt auch, tatsächlich, über die letzten Tage im... Verdammtes Weihnachten, ne? Wir gucken mal, dass wir uns mal gleich in der Pause kurz mal austauschen diesbezüglich. Genau. Da ich ja so oder so improvisieren muss, Horsti, gibt es irgendwas, das du gern wissen wollen würdest? 127 Millionen Einwohner in Japan. Also war ich mit den 140 gar nicht schlecht. Danke fürs Nachgucken, Horsti. Genau, aber das ist eine gute Frage. Was ich aber auf jeden Fall. Ja. Ich würde jetzt tatsächlich, wir können es gerade wieder machen, Wohlwollen erlangen in Japan. 85% Erfolgschance, das würde ich jetzt einfach mal direkt so machen. Wir haben nicht genug Investitionspunkte, um das zu boosten, aber das würde ich jetzt machen. 85 klingt gut. Ja. 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 Erstens geht's nicht anders und zweitens klingt's gut. Diplomatische Aktion Investition wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Großartig. Oh, die in Australien durchgeführte diplomatische Aktion Investition ist fehlgeschlagen, was weitere Konsequenzen nach sich zieht. Oh, das ist nicht schön. Investition in Australien hat nicht funktioniert.
Aber ja, wir wollten mehr Investitionspunkte kriegen. Schade. Naja. So ist es dann. Wir arbeiten am nächsten Block. Was ist das hier? Handelsabkommen mit Fidschi endet demnächst. Ja, wir haben mit dem Handelsabkommen mit Fidschi nicht wirklich was gemacht. Wir könnten gucken, ob wir das in irgendeiner Form... wollen wir einen Rohstoffaustausch machen? Solange wir das Handelsabkommen noch haben. Rohstoffaustausch... Wir können ja auch fragen, ob... Ja? Ja. Was? Wir können sie auch fragen? Ich habe gerade überlegt, was dieser Militär, was denn der militärische Zugang so mit sich bringt. Und dann habe ich aber gesehen, dass es nur 55% Erfolgschancen hat. Und dann dachte ich mir so, Und ich würde pauschal sagen, militärischer Zugang wird uns wahrscheinlich nur die Möglichkeit geben, dass wir unsere Armeen von da nach da verlegen können. Schätze ich. Ich klicke mal drauf. Achso, wir brauchen dafür erst einen Nicht-Angriffspakt. Und dann können wir einen militärischen Zugangspakt machen. Und das kostet sehr, sehr viel. Wir wollen ja auch noch keinen Krieg führen. Ja, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellan. Das stimmt. Ja, die... die Frage wäre jetzt hier, genau, kooperative Aktionen, wollen wir Rohstoffaustausch? Ich bin mir nicht sicher, was das hier heißt. Rohstoffeinnahmetransfer, Neuseeland, Fidschi, 15%. Rohstoffeinnahmetransfer, Fidschi, 10%. Rohstoffeinnahmetransfer, Fidschi, Neuseeland, Fidschi, 5%. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeuten soll. Also sind das verschiedene Rohstoffe? Es wäre halt interessant, weil dieses jetzt gerade abläuft. Wir haben hier oben ein bisschen negativ. Man könnte es mal machen, um zu gucken, was passiert. Aber es kostet wieder 2000 Aktionspunkte und das würde ich nicht machen wollen. Für ein paar Rohstoffe und für ein Experiment. Ja, das verstehe ich gut. Jetzt habe ich mich gerade selber gestoppt, davon ein Experiment zu machen, weil ja, die Aktionspunkte, wir brauchen das für ganz, ganz viele sehr interessante Projekte, die wir entwickeln wollen. Also. Aber wir brauchen auf jeden Fall Rohstoffe. Also das stimmt. Sollten wir wieder. Ja. Mit irgendwem sollten wir Rohstoffe angehen, tauschen, Beziehungen aufbauen. Ja, das können wir mal bei den Blockaktionen machen. Ask for resources können wir. Gibt uns 500 Metalle, Brennstoff und seltene Erden, wenn die das über, wenn die da einen Überschuss haben. Wir haben hier noch 1500 und hier noch 1200. Das heißt, wir können in den Block... Also wir sind da relativ sicher. Wir haben noch ein Polster. Vielleicht können wir es hinkriegen, dass wir von dem Minus runterkommen. Aber ich würde jetzt sagen, wir können uns immer von den, von unseren Blockpartnern neue Sachen holen. Kostet halt auch wieder 1000 Aktionspunkte. Aber ich denke, wir sollten dann wahrscheinlich eher in den Projekten nach etwas gucken oder schauen, dass wir noch andere Gebäude bauen oder Gebäude... upgraden. Ich bin jetzt immer noch auf Pause. Wir haben doch hier... Ne, hier haben wir... Da ist das Parlament. Genau. Hier hatten wir Zuchtfarmen, die wir aufwerten könnten. Braucht ein bestimmt moderne Landwirtschaft. Ja, das ist das einzige Gebäude. Hier wollten wir Tourismus hinbauen. Wir können halt schauen, wenn wir hier was bauen wollen, dass wir Industrie, beziehungsweise, ja doch, Industrie irgendwie Förderplattformen, erforderliche fossile Brennstoffe.
könnten wir gucken, dass wir kriegen Rohstoffeinnahmen 3 Metalle und 6 Brennstoff. Das würde uns bei Brennstoff in positiven Bereich bringen und ein bisschen Metalle abdämpfen. Da könnten wir gucken, weil die nächste, das Projekt mit den grundlegende soziale Integration ist bald durch. Das ist fossile Brennstoffe bei Umwelt. Ich würde der sozialen Integration direkt die wirtschaftliche Integration hinterher schieben wollen. Okay. Weil ich glaube, dass uns das schlussendlich fürs Bruttoinlandsprodukt irgendwie was bringt, dass innerhalb des Blockes günstig auch miteinander gehandelt werden kann. Ja. Und dann fände ich das, diese unterschiedlichen Wirtschaftsrichtungen und auch technologischen Richtungen auch schon interessant. Also ich glaube, die Rohstoffgeschichte könnte uns auch helfen für unseren Export. Ah. Ja, die in Japan durchgeführte diplomatische Aktion Wohlwollang erlangen ist fehlgeschlagen, das weitere Konsequenzen nach sich zieht. Wohlwollenspunkte in Neuseeland, Japan -1, Beziehungen Neuseeland -5. Also es ist jetzt grundlegende soziale Integration wurde umgesetzt. Okay.